So, wir sind gerade bei unseren Großeltern, weil Papatang war der 9. Mai, Tag des Sieges, da konnten wir nicht kommen. Das ist für die Russen ein sehr, sehr großes Fest. Vielleicht gehen wir jetzt gleich aus. Denkst du, es gibt Alpakas im Rio Artistic? Ja, bestimmt. Okay. Ja. Ich glaube, der Eintritt dort kostet mehr als in so einem richtig professionellen Zirkus. Wir fahren jetzt los. Boah. Und das ist ein Fahrrad. Ein Sattel höher als. Hast du mitbekommen, heute Nacht waren Polarlichter? Echt? Ja, ich habe schon mitbekommen, aber ich habe nicht geglaubt. Ja, und wir haben einfach geschlafen, wir haben davon nichts mitbekommen. Jedenfalls. Hier hat irgendwie jemand ein Lagerfeuer oder so gemacht. Oh, wie bist du das? Mit jedem Tag und jeder Sekunde entdecken wir neue X. Also da ist ein Jeep oder so vorbeigefahren, waren da vorne zwei Männer und hinten drei Männer. Und ich habe ein X bekommen, wenn das Auto voller Männer ist. Also wir lassen jetzt mal so Bauarbeiter beiseite, da kriegen wir auch ein X, wenn die alle gucken. Aber das, wieso, was machen die? Wer sind sie zueinander? Was wollen die? Was wollen die vor allem? Ich will TikTok drehen, Digga. Ja, und sie gibt mir die ganze Zeit Blicke auf, mich anzuschauen. Ich kann es nicht. Auf Konzentration, ja? We're soulmates, Joe. What? We're soulmates, Joe. We're soulmates, Joe. Sie hat Fanta über mein ganzes Handy geschüttet. Ich dachte kurz, ich empfange keine. Operation. Denkst du, sind noch die Reste vom Polarlicht? Sich heulen. War der Film nicht gestern gedreht worden? Nee, heute Nacht. Weil wir gucken. Gucken von oben. Polarlichter verpasst jetzt wenigstens diesen Film. Wir machen hier einfach auf professionell. So, nee, ich fühle mich gerade irgendwie surreal. So, nee, es ist jetzt krass, den Kuschel und sie ist nicht, das ist Prosaur und dann. Die denken auch. Hollywood. Was ich noch sagen wollte, was ich richtig respektlos finde, also 9. Mai ist ja wie gesagt für die Russen ein sehr, sehr großes Fest. Klar, verständlich, dass man in Deutschland das nicht feiert und das in Deutschland jetzt ja auch nicht zu feiern gibt, aber für die Russen schon und auch verständlich. Und dann gibt es so viele Leute, die diesen Feiertag nicht mehr als Feiertag sehen. Eigentlich haben diesen Feiertag auch die Ukrainer gefeiert. Viele Ukrainer wohnen in Russland, sehr viele Russen leben in Ukraine. Jeder hat halt so seine unterschiedliche politische Meinungen. Es ist ja nicht so, dass alle Ukrainer für Ukraine sind und auch nicht alle Russen, die für Russland sind. Man muss sich vorstellen, das ist einfach ein Weltfeiertag für die Russen. Da gehen Tanke, wie heißt das auf Deutsch, Tanke? Da gibt es einen Marsch, Bismirne Burg, also halt Leute, die mit diesen Fotos von ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gehen. Das ist halt was ganz Großes. Da wird die Armee präsentiert, nicht weil man zeigen will, was man hat, weil dafür muss man das nicht präsentieren, das weiß jeder, was Russland hat, aber einfach so als Zeichen, ja, weil es einfach ein Tag ist, was das ganze Land verbindet und man gratuliert sich untereinander. Es ist nicht wie, ja, Valentinstag, kann man machen, kann man nicht machen, sondern es feiert jeder. Und dann gibt es halt wirklich Leute, die es nicht nötig finden, einen zu gratulieren oder nicht drüber oder gar nicht drüber sprechen, weil sie sagen, ja, man hat kein Recht mehr, das zu feiern. Und ich denke so, du kannst deine Meinung haben, aber was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Aber die meisten Russen sind trotzdem einer Meinung. Ich war mal mit einem Ukrainer in der Klasse. Also ich habe ihm schon sehr geholfen damals. Und wir waren halt auch immer gut. Ich habe halt immer zum 9. Mai was gepostet. Das hat er immer so akzeptiert, das fand er immer gut. Wir haben immer darüber geredet. Mein Uropa kommt auch aus der Nähe, wo er zum Beispiel aufgewachsen ist, in der Ukraine. Dann, als es angefangen hat mit dem Crisis, wann war das, 21? Dann wollte ich ihm irgendwie was schicken und dann sehe ich so, hä, wo ist er? Und dann hat er mich einfach entfernt und blockiert. Obwohl davor alles gut war. Wir hatten nicht mehr Streit, wir hatten nicht mehr über das Thema geredet. Ich bin nur angecringed von dieser Welt. Ja, weg jetzt von diesem Ukraine-Konflikt. Heute wurde mir einfach so mein eigenes Video vorgeschlagen. Jetzt habe ich mal gesehen, wie es ausschaut, wenn meine Videos einem angezeigt werden. Und da stand so, ja, könnte dir gefallen. Also, dass es mir selber gefallen hat.
ist kein Geheimnis, aber wieso wird mir mein eigenes Video mitgeteilt?